Ey Leute, kommt mal her. So, wir spielen jetzt eBay Kleinanzeigen Karaoke und es ist folgendermaßen. Ich bin der Verkäufer und ihr seid abwechselnd immer die Menschen, die zur Tür reinkommen. In das virtuelle Geschäft, ne? Okay. Was es natürlich in echt nicht gibt. Das heißt, ich stelle dann die Produkte vor und ihr abwechselnd seid dann die Menschen, die reinkommen. Euer Text erscheint dort, mein Text erscheint dort. Und ja, und dann geht's los. Jana, möchtest du gerne anfangen? Absolut, ja. Yeah. Das heißt, Tom, du hast noch eine Runde Pause. Jella, du gehst hinter die links. Oh, und ich habe jetzt das hier. So, das ist das erste Produkt. Ein Wasserbett wurde tatsächlich bei eBay Kleinanzeigen angeboten. 220 Euro Verhandlungsbasis. Und ja, dann fange ich an. Ne? Wasser pumpt jetzt ab. 14 Uhr, kannst du da sein? Ruf einfach kurz an, wenn du da bist, ne? Und bring am besten noch ein oder zwei blaue Säcke für die Füße vom Bett und für die Bezüge mit. Hallo, sorry, mein Mann ist voll besoffen und mit so einem Zustand kann ich ihn nicht losschicken. Es tut mir sehr leid, dass ich absagen muss. LG. Genau so hat es stattgefunden. Hat sehr gut vorgelegt. Jetzt, Tom, deine erste Geschichte bitte einmal auf die andere Seite. Jetzt kommt das Produkt hier. Das ist ein Gucci-Jackett. Offenbar schon benutzt, aber immer noch 110 Euro Fahndungsbasis von Gucci. Und ja, es kann losgehen. Hey, ich habe da mal eine Frage. Hallo, welche denn? Bist du direkt aus Osnabrück? Yes! Ja, weil ja, ich habe da auch bis vor einem Monat gewohnt, bin jetzt aber nach Bremen gezogen, habe da auch einen Kumpel, also in Osnabrück, der wohnt noch da. Hm. Weil ich habe jetzt gesehen, dass du zufällig gesehen, dass du aus Osnabrück bist, ne? Mhm. Weißt du, wo man da gutes Weed herbekommt? Ein Rumgeeier. So. Warte mal, einmal die Tür zu. Genau. Sehr gut. Super. Das sind echte Dialoge. Muss ich mal vorstellen. Wie man Leute an voll labern kann. So, hier, jetzt geht's hier drum. Eine Xbox One, 1 Terabyte. Preis 180 Euro. So. Okay. Ich fange an, ne? Richtig. Tauschst du? Die Xbox? Nee, wieso? Die ist zum Verkauf? Ich hätte eine Xbox zum Tauschen, gleiches Modell. Ja, nein, danke, weil ich, also, ich verkaufe doch diese Xbox schon. Mal aus Neugier, wieso willst du eine Xbox gegen eine andere Xbox tauschen? Meine Xbox ist kaputt. Ich tausche doch meine funktionierende nicht gegen eine kaputte. Na, hätte ja sein können, dass du dumm bist. Man kann das ja mal probieren, ne? So, okay. So, das nächste Produkt ist das hier. Komm. So, genau. Das ist der Pokerkoffer. Preis 15 Euro, aber auch Verhandlungsbasis. Und ja. Okay. Hey, ich hätte Interesse. Super, wann würden Sie es abholen kommen? Hallo nochmal, ich muss leider vom Kauf zurücktreten. Ich habe gerade meine Frau mit einem anderen Mann erwischt. Ich habe jetzt wirklich andere Probleme. Tut mir leid. Ja. Auch so eine Übersprungshandlung, ne? Dass man die so erwischt und dann denkt, ah, den Pokerkoffer, den brauche ich ja jetzt gar nicht. Was soll ich das denn jetzt noch machen? So, also, es geht jetzt um Bluetooth-Lautsprecher. Preis 50 Euro. Hallo, ich kann 20 Euro. Hallo, ich kann 45. Hallo, ich kann nicht. Hallo, schade. So, es muss auch diese kurzen Dinge geben. So, das ist jetzt auch ganz toll. Das sind Sachen, die man unbedingt braucht. Das sind Sonnenblenden von einem BMW. Preis 25 Euro. So.
Hallo? Noch da? Hey, noch da? Sorry, ja klar. Interesse? Na komm, schieb dir das verdammte Teil in den Arsch, du Affenmensch. Oh, fuck. Falscher Chat. Sorry. Das muss ja eine krasse Preisverhandlung sein. Worum geht's denn, dein Auto? Fliegengitter. Ah. So. Haben wir noch? Ah, ich glaube. Haben wir ja. Noch was? Das, bitte? Das haben wir noch. So. Hier, da geht's um die Star Wars DVD. 10 Euro. Eine DVD, 10 Euro, klar. Verhandlungsbasis. Hallo, ich will das kaufen. Ja, hallo, entschuldigen Sie die Verspätung. Ich hatte Probleme mit der App und die Nachricht habe ich nicht gesehen. Der Film ist noch da. Also noch Interesse? Also per Post oder Abholung? Oder? Ihn müsste man ins Maul hauen!